An der Porta Nigra befindet sich zur Weihnachtszeit ja ein Weihnachtsbaum. Und ich feiere da immer mit meiner ganzen Familie und ich denke auch ziemlich viele andere auch und verbinde somit damit ein wohliges, schönes Gefühl. Feierst du eigentlich Weihnachten? Also ich feiere kein Weihnachten, aber bei uns zu Hause steht trotzdem ein Tannenbaum, also eigentlich ein ganz normaler Weihnachtsbaum, der auch geschmückt ist. Aber der steht bei uns halt nicht zu Weihnachten, sondern zum Neujahr, also zu Silvester, weil meine Eltern kommen, also sind in der Ukraine geboren. Und haben halt auch früher immer einen Tannenbaum zum Neujahr aufgestellt. So. Da bekommen wir auch Geschenke und feiern das halt auch, halt nur nicht an Weihnachten, sondern am Neujahr. Ja, sehr schön. Und damit wird ja sozusagen ein christliches Fest in der Stadt Trier repräsentiert. Würdest du dir denn auch wünschen, dass jüdische Symbole zu Festen in der Stadt ausgestellt werden, wie zum Beispiel die Chanukia in Berlin? Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn eine Chanukia zu Chanukka in Trier stehen würde. Das wird dann so ein bisschen auch die anderen Feste der Religion repräsentieren und würde auch eigentlich passen, denn Chanukka findet ungefähr auch in der Weihnachtszeit statt, also manchmal ein paar Wochen früher, ein paar Wochen später. Ich fände es auf jeden Fall ganz schön. Ja, fände ich auch. Vielleicht steht ja demnächst in Trier eine Chanukia. Wusstest du schon, dass es in der Porta Nigra Einritzungen gibt, die aussehen wie hebräische Schriftzeichen? Natürlich weiß ich nicht genau, ob das wirklich echte hebräische Schriftzeichen sind. Sie könnten jedoch trotzdem auf irgendwie eine Art Verbindung hindeuten. Das ist ja interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.